So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht, ich habe es endlich geschafft, Level 100 zu werden. Die erste Station ist damit geschafft. Jetzt kommen natürlich die nächsten 125 Level, um die bestimmten Stile freizuschalten. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen, sondern wir gehen direkt rein in den Shop, denn wir haben heute ein bisschen was Seltenes drin. Also, wir fangen ganz oben an. Das Sturmlichtpaket ist wieder zurück mit insgesamt zwei Skins für 2800 V-Bucks. Einmal Nachtglanz, dann das Rückenaccessoire, dann den Sonneneruption, lol, Deutsch. Dann haben wir grüner Lumikern, dann Spaltlicht, dann die strahlende Axt und der Flederkleider. Insgesamt für 2800 V-Bucks. Natürlich gibt es das Ganze auch wieder einzeln. Den Skin für 1,5, den für 1,5, dann für 800 die Pickaxe, Kleider 800, finde ich in Ordnung, 800, dann 500 die Axt und da sind wir wieder beim ganzen Paket. Das Ganze, wie gesagt, für 2,8. Und natürlich, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne mit meinem Creator-Code YT-FamilyHack. Dann gucken wir direkt mal weiter. Ui, da habe ich schon was bisschen was geleakt. Der Farbenbomber ist wieder drin. Und dann natürlich der männliche Farbenbomber mit passendem Rückenaccessoire. Und dann Regenbogenwucht. Farbenballon. Naja. Und dann Antea ist wieder da. Die Comic-Skins. Die sind an mir vorbeigegangen. Das war nämlich die Zeit, wo ich kein Fortnite gespielt habe. Dann die männliche Variante, Moro. Ah, gut, ihr kennt die Skins. Ich finde sie jetzt nicht so schlecht, aber auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Gefühlt, aber auch nie gesehen im Spiel. Dann haben wir Jagdlied für 800. Versprechen der Dämmerung. Gott, ist der riesig. Dann Illustriert. Und Astra Skin auch wieder zurück. Dann Sternbild. Und der Farbenbomber. So, hier ist er. Lang, lang ist es her. Season 1 Skin. Wer kennt die noch? Oh, warte mal, die Zeit vergeht. Dann Sternenbotin auch wieder drin. Auch eigentlich ein schöner Skin, finde ich. Ist natürlich eher für die Mädels. Dann Papierflugzeug. Zaubermacht. Als Emotes haben wir Piorette drin. Und Jazzhände. So, des Weiteren ist natürlich das Friki-Frühling-Paket. Hier gehen nochmal Grüße raus an Moritz. Danke für den Skin gestern. So, natürlich auch danke fürs Rückenaccessoire. So, das ist gleich geblieben. Friki-Frühling hat sich auch nichts mehr getan. Dann hier die ganzen Geschichten. Ja, die Osterskins, ich sage jetzt ganz ehrlich, Ostern ist jetzt rum. Jetzt können sie eigentlich auch wieder raus. Und dann haben wir das letzte Lacher-Paket drin. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Item-Shop. Und natürlich Rette die Welt haben wir natürlich auch noch. Da gibt es heute 35 V-Bucks, nämlich auf Stufe 64. Also 64 gibt es 35 V-Bucks plus 50 V-Bucks natürlich für die Tagesmission. Also wenn ihr Rette die Welt habt, nutzt das, denn ihr werdet die V-Bucks eh wieder brauchen. Also in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.